So, wie angekündigt, heute das Match bzw. zwei Games und Tiebreak gegen Emilio. Wie das ausgeht, ob für oder gegen mich, erfahrt ihr im Video. Viel Spaß dabei. Dann etwas richtig Cooles, und zwar, wie gesagt, Emilio hat sich bereit erklärt, mit mir ein kleines Match zu spielen. Das heißt, wir haben zwei Spiele gemacht. Und wenn es 1-1 steht, dann haben wir gesagt, spielen wir einen Tiebreak. Und Emilio hat angefangen zu servieren. Ihr kennt ja mittlerweile meine Taktik. Ich bin ja eher der Rückschläger. Und hier habe ich direkt mein erstes Ass kassiert, weil Emilio hatte so einen guten Slice drauf. Und auf dem Boden, der Ball ist so gut weggerutscht dann an dieser Stelle, dass ich darauf erstmal gar nicht klar kam. Und man muss sagen, obwohl Emilio sich mit dem Aufschlag jetzt auch... Wie viele Bälle hat er wohl gespielt? So 6, 7 Aufschläge hat er gemacht. Dann hat er reicht, sonst fällt meine Schulter auseinander. Hat er sehr gut aufgeschlagen. Und gerade jetzt wie dieser Ball, so geile Rückhandbälle, die man auch tatsächlich gar nicht gesehen haben, gar nicht gesehen hat. Die kamen aus dem Nichts, teilweise auch im Rückwärtslauf. Wo man denkt, wie hat er den jetzt gespielt? Und da kam noch so viel Druck raus. Sah auch so schön aus technisch, dass ich mir gedacht habe, boah, Wahnsinn, geile Rückhand. Und dann habe ich geschlagen, das war direkt ein extrem wichtiger Punkt, hier der erste Punkt, den ich gemacht habe zum 15-0. Ich weiß selber nicht, wie ich diesen tiefen Volley erwischt habe und dann auf die Linie gesetzt habe. Aber es war schon mal wichtig für den Kopf, um überhaupt noch hier das Spiel gewinnen zu können. Und hier war gerade so eine Rückhand von Emilio, die halt super gesetzt war, wie gerade gesagt, im Rückwärtslauf. Und ja, auch an dieser Stelle, ich glaube, für Emilio war es nicht so einfach, den Linkshänderaufschlag zu returnieren. Waren auch mal ein paar einfache Fehler jetzt bei ihm beim Return. Und dann konnte ich mich in den Tiebreak retten. Also jetzt seht ihr jetzt hier noch den letzten Punkt des zweiten Spiels, das wir gespielt haben. Einfacher Fehler von Emilio, aber passiert auch mal. Ich sag mal, so gut aufgewärmt war er jetzt auch nicht. Und er sagt selber, er spielt halt kaum noch selber für sich. Er macht nur noch Training, was mich ja auch so ein bisschen betrifft, wo ich mich auch immer wieder ermahnen muss, ein bisschen mehr zu machen für mich, weil ich ja auch noch gut spielen möchte. Und dann geht es in den Tiebreak. Ganz wichtig, schon mal am Anfang da zu sein, aber den Anfang habe ich ein bisschen versäumt. Jetzt hier wollte ich ihn auf der Rückhand halten mit meinem Rückhand Longline, habe mich da ein bisschen verschätzt, wollte ein bisschen zu viel, einfacher Fehler. Und dann, was auch wichtig für mich war, wo ich versucht habe, darauf zu achten, dass ich wirklich sehr viel über den ersten Aufschlag gehe, dass ich da schon mal nicht in dem Druck bin, über den zweiten gehen zu müssen. Einfacher Fehler jetzt von Emilio, hat mich wieder ein bisschen reingeholt. Und was noch wichtig war, auch jetzt für mich an dieser Stelle, jetzt haben wir ja an verschiedenen Sachen gearbeitet, auch während des Trainings, die Bälle auch mal früher zu nehmen, auch mal ins Netz zu gehen. Ich habe versucht, das immer mal wieder anzuwenden. War nicht ganz einfach, weil Emilio mich da tatsächlich sehr gut unter Druck gebracht hat. Und was ich extrem interessant fand und auch extrem wichtig, dass er so eine gute Wahrnehmung hatte, beziehungsweise so eine gute Platzübersicht, dass er teilweise Bälle gespielt hat, wo er in eine Richtung geguckt hat, mich ausgeguckt hat und dann nochmal sich umentschieden hat. Das heißt, was für eine Routine er da drin hat, Matches zu spielen. Er war ja auch mal ATP-Spieler, ich glaube so um die 400 herum, dass er halt so ein krasses Auge dafür hat, Lücken zu sehen, wie sich der Gegner bewegt, wie sich der andere bewegt und diese Lücken dann auszunutzen, ohne dass er jetzt viel sich bewegen muss, weil er weiß genau, wo er zu stehen hat, was als nächstes auf ihn zukommt. Und das ist halt ein riesengroßer Vorteil, den er viel stärker mir gegenüber hat. Ja, und dann entscheidende Phase, 4-4. Da war wieder so ein toller Rückhand von Emilio. 5-4, ich bin unter Druck, eigener Aufschlag. Einfacher Fehler von Emilio, bringt mich wieder rein. Jetzt Pressure Point. Da kommt die Vorhand, da habe ich tatsächlich gedacht, dass die ausgeht. Sah man ganz schlecht, ist noch reingegangen, habe ich da an dieser Stelle auch nochmal einen guten Punkt gesetzt. Der Return war extrem schwer und dann macht Emilio einen einfachen Fehler. Und Glück gehabt, gewonnen. Chaka. Ja, würde ich sagen, habe ich doch Glück gehabt. Das erste Spiel war ja ein bisschen tough, habe ich direkt zu 0 verloren.
Zweites habe ich dann mit dem Aufschlag geholt. Tiebreak war ein bisschen durchwachsen. Glückliches Ende für mich. Hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich fand die Rückhand von Emilio so, so geil, so sauber. Manchmal weiß man gar nicht, wo er dann damit hinspielt im letzten Moment. Sieht er so aus, als ob er sich nochmal umentscheidet bei manchen Schlägen. Und es ist einfach nochmal bei ihm eine viel bessere Übersicht über den Platz. Er sieht, wie ich mich bewege. Er sieht die Lücken, die ich manchmal dann nicht sehe. Er ist vielleicht auch mal noch ein bisschen gewöhnter, auch auf Hardplatz zu spielen. Sei mal dahingestellt. Aber na gut, ist ja doch noch gut für mich ausgegangen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben hier lassen, Abo hier lassen auf dem Kanal und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.